Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reise durch Uncharted 4. Da haben wir die nächste Kiste. Kommen wir da ran. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid hier natürlich richtig bei Trend17 TV. Sicher erstmal die andere Kiste, dann heben wir den Anhänger für dich an. Siehst du, deswegen bekommst du das große Geld. Ja. Da ist die andere Kiste. Hab die andere Kiste. Da war es nur noch eine. Sichere den Anhänger. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich. So. Uiuiuiui. Wir müssen hier jetzt runter. Rein da. Ganz schön schwer, der Vogel. So, geradeaus durch. Komm her. Und da oben am besten dann rein, damit wir das sichern können. So, schon rein mit dir. Okay, eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. So, und danach können wir dann die andere Kiste noch bergen. Aber erst will ich mich hier nochmal ein bisschen umgucken. Und nach unten. Da kommt gleich das Seil. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo einen verborgenen Okay, Schatz. Häng den Anhänger dran. Wir heben ihn ein Stück an. Nee, hier scheint so nichts mehr zu sein. Ach, das ist einfach zu schön. Diese coole Musik dazu. Einfach nur schön. Ihr könnt hier stundenlang tauchen. Nee, hier ist aber nichts mehr. Wie scheint. Kommen wir mal ein bisschen hoch hier. So. Wo haben wir das Seil? Da müssen wir hochschwimmen. Upp, nicht zu hoch. Ein bisschen weiter runter wieder. Runter, runter. So. Okay, hab das Seil. Ich versuche es um eine der Achsen zu schlingen. Das sollte gehen. Yep. Na, komm her, weiter runter. Runter, runter. Achso, einmal rum wahrscheinlich. So. Und da auch einmal rum, oder wie? So. Und festmachen, genau. Okay, haben wir. Gut, achte auf deinen Sauerstoff. Das ja, ich mache ja schon. Dass ich hier gleich noch ersaufe, und der ganze Kram war umsonst. Runter mit dir, runter, runter, runter. Und einmal rum. So. Und festzurren. Finde ich wieder zurück. So. Und festzurren. Zack. Fertig. Okay, Anhänger gesichert. Los geht's. Okay. Mach Platz. Wir heben ihn an. Nun mach nur. Ich bin soweit. Und hoch damit. Okay. Reicht das? Ja, locker. Lass sie nur nicht fallen. Wir werden sehen. So, die Kiste. Okay, ich habe die andere Kiste. Ich mache sie mit den anderen fest. Ach so, die muss da noch rein jetzt. Okay. Hoch mit dir. Boah, die ist schwer, die Kiste. Hoch mit dir. Jawohl. Und durch. Okay. Na los, komm schon. Geht doch. Oh, unser Sauerstoff wird auch langsam gering hier. Sehen, dass wir fertig werden. Sehr schön. Und bloß raus hier.
Fertig, okay. Die Ladung ist komplett und erfasst. Ich habe noch Sauerstoff für 5 Minuten. Oh Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. So, ich hänge jetzt okay, am Seil. Okay, ich bin bereit. Hol mich heraus. Wird gemacht. Und aufwärts. Das war doch mal ein super cooler Level hier. Richtig schön. Was für eine Schönheit. Wie geht's dir? Oh, besser seit ich aus dem Bestens! Ich werde wohl eine Woche lang Fisch stecken. Mit dem schönen Wetter hier. Okay, wir kommen zu dir. Warte. Ich warte. Was geht so, Jungs? Ja, ich freue mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitteschön. Danke. Oh, der Tank ist echt leicht. Erleichtert dir nur die Arbeit, oder? Wie machen wir uns? Was denkst du? Vollständige Bergung? Vollständig. Neben dir wirken wir armselig. Ich lasse euch gut dastehen. Das lief doch mal ausgezeichnet hier. Jetzt will ich aber auch sehen, was da drin ist. Drake, das war nicht mal der langsamste Tauchgang, den ich ertragen musste. Ist das ein Kompliment? Ich bin überwältigt. Weißt du, was mich überwältigt? Dein Gestank. Keine Ahnung, Mann. Mir gefällt's. Erinnert mich an deine Mom. Boah, krass. Schön eine beigepult hier. Ast rein. Ah, ein bisschen Spaß muss man noch abkönnen, ne? So, will ich aufmachen hier, das Ding. Eine Unterschrift. Ach, hier ist noch was. Da ist noch ein Schatz. Cool. Ein Schatz gefunden. Cool. Ah, kann man den nicht aufmachen hier? Nö, noch nicht. Vielleicht muss ich erst zu dem... zu den anderen Leuten hier hin. Ach, hier ist er. Oh, das stimmt nicht. Der Oberschatzmeister. Reden wir später drüber. Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Ah, jetzt können wir gucken. Cool. Lass doch nächstes Mal jemand anderen. Du brauchst eine Pause. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Ja. Ah, er hat den Haken, genau. Gib ihm mal her, gib mir mal die Tong her. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Mhm. Ach, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Ja, sieht schlecht aus mit so einen Aufträgen. So, kann man loslegen hier? Ich muss ihm ja irgendwie helfen. Mal gucken, wie ich da ran soll. Dann sehen wir hier. Mal nach. An der Seite. Wer ist denn dann so frei? Gerne. Gib mir mal her, das Ding hier. Ja, klar. Danke. Das an? Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst.
Hey, gute Arbeit heute. Danke. Kupfer. Also richtig glücklich ist er, glaube ich, nicht mit dem Job. Scheint zumindest so. Hey, wieder hey, Abenteuer Nate, erleben. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert, wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesorgt. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach. Der Typ ist in Ordnung. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Das Suchgebiet eingegrenzt. Das wäre ein Wahnsinnsfund. So ein Scheiß. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Aha. Kann sich das auch alles einreden, ne? Ein normales Leben, ja. Das glaubt er ja wohl selber nicht, dass er ein normales Leben auf Dauer führen kann. Was haben wir hier denn Schönes? Ich habe mal deinen großen Bruder bestiegen. Oh oh, das klingt reichlich warm, sagen wir es mal so. Das ist kein guter Spruch. Aber ich kann mich noch an diese Figur erinnern, auf jeden Fall, ja. Was haben wir da Schönes? Ach, der Schädel, richtig. Yep. Eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Sehr hübsch. Die ganzen guten Fundstücke, die er hier oben aufhebt. Was haben wir hier noch Schönes? Richtig cool, sich hier mal in Ruhe umzugucken. Hier ist noch ein Buch. Oder ein Sir Francis Drake opfert sich für Sully. Ah, ein altes Foto. Umdrehen. Lesen. Habe ich auch in einer alten Kamera gefunden. Ich dachte, du würdest es gerne haben. Cool. Okay. Ah, ich liebe solche Dachböden. Das ist einfach nur geil. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch noch bei euch einen alten Dachboden habt, so à la Goonies-mäßig, wo noch richtig alte Sachen irgendwie rumliegen. Shambhala. Das würde mich erstmal interessieren. Shambhala! Richtig, ich glaube, das war der zweite Teil. Hilfst mir, Kumpel. Das glaube ich. Schreibt mir mal in die Kommentare, würde mich interessieren, ob jemand von euch noch so einen richtigen, schönen, alten Dachboden hat, wo er noch so alte Schätze aufbewahrt von früher vielleicht. Oder Sir Francis und seine raffinierten Rätsel. Klasse, ja. Das ist schon toll. So, wir haben, glaube ich, jetzt auch genug uns umgesehen hier. Sollte, glaube ich, erstmal reichen.